Für diesen Mann geht's seit Jahren steil nach oben. Robert Dahl ist sowas wie Deutschlands Erdbeerkönig. Hier blickt er auf einen seiner 5 Erdbeer-Freizeitparks mit über 1 Million Besucher im Jahr. Nur ein kleiner Teil seines Imperiums. Felder mit 5 Millionen Erdbeeren Ernte am Tag, Besuch von der Kanzlerin und jetzt die Expansion nach China. Angefangen hat er aber ganz klein, als einfacher Erdbeerbauer. Es gab zu DDR-Zeiten so 8 Meter lange Bauwagen. Die hatten 2 Räume und in dem einen Raum habe ich gewohnt und in dem anderen war ein kleines Büro. Die ersten Jahre waren wirklich viel Arbeit. Viele, viele Stunden, jeden Tag, 7 Tage die Woche. Heute steht Robert an der Spitze eines Mega-Unternehmens. Wie hat er es so weit geschafft? Rövershagen, in der Nähe von Rostock. Diese Erdbeerfelder sind das Herzstück von Roberts Erfolg. Insgesamt 410 Hektar, flächenmäßig vergleichbar mit einer Kleinstadt. 1200 Erdbeerpflücker arbeiten hier im Sommer. Das Besondere, Robert verkauft seine Erdbeeren nicht an Supermärkte, sondern direkt an die Kunden. Das hat ihn groß gemacht. Mit rund 450 Ständen ist er Marktführer. Doch das reicht Robert noch nicht. Seine neue Vision, ein Erdbeer-Freizeitpark in China. In Deutschland sind seine Parks beliebte Touristenattraktionen. Robert ist oft selbst vor Ort. Doch so rund lief es nicht immer. Das Erdbeermärchen beginnt viel früher mit einer echten Hiobsbotschaft. Schon Roberts Großvater und Vater sind Erdbeerbauern. Doch nach der Wende verliert die Familie Anfang der 90er ihren wichtigsten Kunden. Mit der Öffnung der deutsch-deutschen Grenze öffnete sich auch die Grenze nach Polen, Ungarn, ganzer Ostblock und so weiter. Und damit konnten auch die Industrieproduzenten in Deutschland viel, viel günstiger Erdbeeren kaufen. Zum Beispiel in Polen, das ist ein riesen Erdbeeranbauland gewesen. Und damit war eigentlich unsere Geschichte dann vorbei. Ja, man musste sich was Neues einfallen lassen. Roberts Familie setzt auf den direkten Verkauf von Erdbeeren. Er selbst nutzt die offenen Grenzen, um in Polen Polnisch zu lernen, bis ihn ein Brief seines Vaters erreicht. So gegen Ende des Briefes kam er so allmählich auf den Punkt, dass er sich gefragt hat, was aus mir eigentlich wird. Und er hätte eine gute Idee, und zwar, ich könnte mich doch selbstständig machen. Und hatte dann auf den letzten beiden Seiten so einen kleinen Businessplan auf 2 Seiten mit der Hand geschrieben. Ohne diesen Brief hätte es diesen Betrieb garantiert nicht gegeben. Mit 22 eröffnet Robert seinen eigenen kleinen Erdbeerhof. Die Lage in Ostseenähe zieht schnell Urlauber an. Robert erkennt die Chance und verkauft neben Erdbeeren bald auch Kaffee, Kuchen und jede Menge Krimskrams. Es lief gut, also macht man mehr davon. Es gab sogar einen Spruch damals, mit dem wir selber immer kokettiert haben, auch öffentlich, es muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also Hauptsache dem Kunden gefällt's. Genau diese Einstellung soll Robert noch in eine Krise stürzen. Dazu später mehr. Von Anfang an im Unternehmen dabei, Roberts Schwester Ulrike. Sie ist heute Personalchefin von 1000 festen Mitarbeitern. Anfang der 90er kaum vorstellbar. Es fing ja auch genau mit einer Verkäuferin an, ne? Oder einem Mitarbeiter, ja, auf dem Feld. Da haben wir auch wirklich 0,0 Interesse gehabt an Uniform oder unser Logo mal irgendwo auf eine Schürze. Und da war halt wahnsinnig viel Arbeit. Das hat uns auch verbunden, also Ulrike und mich insbesondere in den ersten Jahren. 1992 fing das an. Es drehte sich halt alles um diesen Aufbau dieses Betriebes. Im Kleinen zwar, aber trotzdem mit unglaublich viel Leidenschaft und vielen Stunden. Der Erdbeerverkauf läuft von Anfang an. Auch dank Ulrike. Denn sie entdeckt bei einem Schüleraustausch in Wimbledon ein knallrotes Erdbeerverkaufshäuschen. In Deutschland gibt's das damals noch nicht. Da stand diese Erdbeere und also habe ich sie fotografiert. Dann habe ich die unserem Vater gezeigt und gesagt, guck mal, Papi, hier werden Erdbeeren aus Erdbeeren verkauft. Und der hat nicht lange gefackelt und ist dann mit einem Anhänger und noch einem Mann direkt dahin gefahren und hatte so lange da rumgeforscht, bis er die Erdbeere, diese hier, kaufen konnte und ist mit der Erdbeere dann wieder zurück zum Hof gekommen. Die verrückte Aktion lohnt sich. Die Dahls werden damit zu echten Vorreitern. Denn die Wimbledon-Erdbeere entwickelt sich zum Vorbild für Verkaufsstände in ganz Deutschland. Die Hochzeit der Erdbeerernte ist jetzt im Juli. Die Arbeiter auf Roberts Feldern erhalten Mindestlohn plus Prämien für besonders viele gepflückte Erdbeeren. Im Schnitt 10,40 € die Stunde.
Fast alle kommen aus Osteuropa. Ich mache das ja schon 26 Jahre und da gab es noch nie Deutsch. Auch da ist ja der, dafür ist die Arbeit auch zu hart für den Lohn. Aber für Deutsche wäre das interessant, wenn ich jetzt irgendwie in England 50 Euro die Stunde dafür geben würde, dann würden das, glaube ich, auch deutsche Studenten machen. Und das Gefühl haben ukrainische Studenten hier. Vor einigen Jahren kritisiert eine große Tageszeitung Roberts Bezahlung. Er selbst hält sie für fair, um konkurrenzfähig zu bleiben. Andere Erdbeerbauern zahlen ähnlich. Und Robert hat jedes Jahr mehr Bewerber als Stellen. Viele kommen immer wieder. Pflückerin Monika ist aus Polen und zum zweiten Mal hier. Es ist schon machbar. Es gibt ja keine leichte Arbeit. Entweder sie ist halt körperlich oder mit dem Kopf. Rund 10 Kilo Erdbeeren müssen die Arbeiter in der Stunde pflücken. Wer das auf Dauer nicht schafft, fliegt. Das ist allerdings selten, trotz besonders aufwendiger Pflücktechnik. Die erklärt uns der Chef. Also natürlich müssen die Erdbeeren rot sein. Das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Also dass die auch nicht an der Rückseite irgendwie ein bisschen grün sind oder so, weil dann schmecken sie wirklich nicht. Dann sind sie immer sauer. Und ansonsten, wenn man sie hier oben an diesem Stiel anfasst mit dem Daumen und Zeigefinger und dann so abbricht, dann entsteht hier automatisch so ein 1 cm langer Stiel. Wenn man sie dann vorsichtig in die Schale legt, dann hält sie viel länger und wurde auch nicht angefasst. Das ist einfach schöner und das ist unser Markenzeichen, Erdbeeren mit Stiel. Robert ist mit Erdbeeren groß geworden. Auf dem Hof seines Vaters hat er beim Pflücken oft noch selbst mit angepackt. Nach der Schule folgt eine Ausbildung zum Obstbauern. Die Erdbeerernte betreut er immer noch gern persönlich. Wenn ich in so einer Situation hier bin und beim Erdbeeren pflanzen und ernte und so, dann fühle ich mich als Erdbeerbauer. Und zwischendurch auch mal als Unternehmer, denn wenn ich andere Sachen mache. Aber wenn mich einer fragt, dann sage ich oft, was ich mache, dann sage ich, antworte ich oft, ich bin Erdbeerbauer. Und ein besonders erfolgreicher. Wie viel Umsatz Robert pro Jahr mit seinen Erdbeeren macht, will er uns nicht verraten. Aber Schätzungen gehen weit in den zweistelligen Millionenbereich. Vorm Verkauf landen alle Erdbeeren zur Zwischenlagerung in dieser Produktionshalle. Damit sie möglichst lange frisch bleiben, bei 3 Grad. Wir haben nicht viel Zeit. Erdbeeren sind eine Weichfrucht, anders als ein Apfel oder andere Früchte, die man ewig lagern kann. Die kann man gar nicht lagern. In 24 Stunden müssen die spätestens beim Endverbraucher sein. Ja, das ist ein bisschen aufregend eigentlich. Aber wir haben ja ganz klein damit angefangen und dann sind wir da so reingewachsen. Inzwischen sind Robert und seine Familie die größten Erdbeerdirektvermarkter Deutschlands. All ihre Stände beliefern sie von hier. Die weiter weg mit LKW, die im Umkreis mit Elektromobilen. Erdbeeren direkt verkaufen, statt sie an Supermärkte zu liefern. Von Anfang an Roberts Erfolgsrezept. Diesen Stand in Warnemünde gibt's bereits seit über 20 Jahren. Unsere Kundschaft hat sich verändert. Es ist mehr geworden, unsere Stammkundschaft. Viele Urlauber kommen extra her. Oder sagen wir mal besser gesagt in der Erdbeerzeit. Die kommen direkt hierher, wo sie wissen, jetzt gibt's Erdbeeren. Der Direktverkauf boomt also und ist Roberts Kerngeschäft. Doch auch die Freizeitparks, mittlerweile ein Markenzeichen. Den ersten eröffnet die Familie vor 11 Jahren. Nur, wie kommt man auf sowas? In irgendeiner Zeitschrift war so ein ganz kleines Foto von dieser Traktorbahn, und zwar in einem Freizeitpark in Österreich. Und da sind wir dann hingefahren, haben die gesehen, haben gesagt, die müssen wir haben. Das ist für uns perfekt. Und dann wurde quasi rund um diese Traktorbahn dieses erste Erlebnisdorf gebaut und 2008 eröffnet. Wirtschaftlich läuft's rund. Aber kurze Zeit später geraten die Dahls trotzdem in eine Krise. Auslöser? Eine Messe, auf der sie eigentlich noch mehr Krimskrams für ihren Freizeitpark kaufen wollen. Im Hofladen gibt's dort zu der Zeit 30.000 verschiedene Produkte. Flummis, Kunstblumen, LKW-Klamotten. Roberts Frau Stefanie leitet das Produktmanagement und erinnert sich noch gut an den plötzlichen Frust. Auf der Messe so diese Produkte, die wir dann irgendwie auch schon kannten. Und dann dachte man, wollen wir das wirklich weiterhin so haben? Wir suchen doch Artikel, die uns gefallen. Ja, das macht nicht glücklich. Also wenn man so immer irgendwie was macht oder so mit was handelt, was man selber nicht gut findet. Und das war dieser Frust eigentlich, der da so ein bisschen mitgewirkt hat.
Jetzt rächt sich Roberts Devise. Hauptsache dem Kunden gefällt's. Die Dahls haben vor lauter Wachstum den Spaß aus den Augen verloren. Ihr Entschluss? Das Sortiment radikal verkleinern und nur noch Sachen anbieten, die sie auch wirklich mögen. Und dann haben wir versucht, so zu beschreiben, wie wir sind und wie wir vom Kunden wahrgenommen werden wollen. Auch, ne? Wahrgenommen werden wollen, ja. Das war also nicht wahrgenommen werden, weil da waren schon auch Leute, die also so kritischer das gesehen haben und sagen, naja, ist nicht so mein Geschmack. Aber wie wollen wir wahrgenommen werden? Die Dahls machen seitdem mehr Produkte selbst. Neben der eigenen Erdbeermarmelade jetzt auch Erdbeerseife, Erdbeerkaffee und Erdbeersenf. Und das hört auch nicht auf. Also wir haben jetzt zum Beispiel aktuell gerade, hat Stefanie an einem Löffel gearbeitet, ziemlich lange. Den haben wir auch zu Hause dann ewig ausprobiert, einen Marmeladenlöffel, also um die Marmelade aus dem Glas rauszukriegen. Die Neuausrichtung klappt. Die Dahls eröffnen 4 weitere Freizeitparks und sogar ein Erdbeerhotel. Nächstes Ziel für den Standort Rövershagen, mithilfe von erneuerbaren Energien klimaneutral werden. Nur bei einem Herzensprojekt hakt es noch ein bisschen. Seit einiger Zeit arbeitet Robert mit chinesischen Geschäftspartnern an einem Erdbeerdorf in China. Eigentlich sollte es dieses Jahr eröffnen. Nur, dass das Planungsrecht und das Baurecht genauso kompliziert ist wie in Deutschland. Also man braucht eben doch viel Vorplanungszeit, um dann eine Baugenehmigung zu bekommen und sämtliche behördlichen Unterstützung. Und das hat einfach jetzt doch insgesamt so ein, ich denke, fast 1,5 Jahre länger eigentlich gedauert, als wir ursprünglich geplant hatten. Trotz Rückschlägen sieht's momentan gut aus. Diesen Sommer sollen die Bauarbeiten starten. Und schon nächstes Jahr könnte so ein Erdbeerpark dann auch in China stehen. Hand aufs Herz, Robert. Keine Angst vorm Scheitern bei so einem Megaprojekt? Ich versuche mich manchmal in die Situation so reinzudenken, was denn an so einem Tag oder in diesen Wochen danach passiert. Im Moment tendiere ich dazu, dass die das, glaube ich, schon mit einer sehr großen Neugierde wahrnehmen werden und vielleicht auch mit einer Begeisterung. Und das ist natürlich auch unsere Hoffnung, also dass das so auch dann gemocht wird. Wenn es nach Robert geht, ist das aber erst der Anfang. Er träumt längst schon von einem Erdbeerpark in den USA. Sein Aufstieg vom kleinen Erdbeerbauern zum deutschen Erdbeerkönig ist für uns aber bereits jetzt ein echter German Dream.